Ich war 6 Jahre alt und habe bei meinem Vater im Laienspiel den 7. Zwerg gegeben. Im Weihnachtsmärchen Schneewittchen und die 7 Zwerge. Da hat mir der Regisseur gesagt, ich soll eine Laterne hochhalten. Und das habe ich auch gemacht, da ich immer das tue, was ein Regisseur von mir verlangt. Und als das Märchen zu Ende war, war meine Mutter sehr erschrocken, weil ich mir Brandblasen zugezogen hatte an der Hand. Als Kind hat mich fasziniert, wie Menschen auf einer Bühne agieren, sich verkleiden, mir eine Geschichte erzählen, mich zum Lachen bringen, zum Weinen bringen. Dazu Licht, Ton, Maske, Kostüm, alles, was dazugehört. Das ist nach wie vor. Ich kann nicht genau definieren, ab wann ich diesen Wunsch hatte. Wie gesagt, mein erstes Erlebnis mit dem Theater war, als ich 6 Jahre alt war. Und irgendwann habe ich gedacht, versuch's doch mal an einer Theaterhochschule und ergreife diesen Beruf, wenn man dich lässt. Am Theater fasziniert mich, dass man seine Spielfreude ausleben kann, dass man in andere Situationen, in andere Rollen schlüpfen kann, die man im Leben vielleicht nicht ständig hat. Und dass man das auf der Bühne ausleben kann, das Leben oder ein anderes Leben. Und etwas mitzuteilen hat, natürlich. Das ist der Requisitenlager. Ja, ist ja ganz schön hier. Ah! Ein Kontrabass. Niemand kann auf einem Kontrabass schön spielen. Nur grauenvoll. Das ist ein grauenvolles Instrument. Er sieht aus wie ein fettes, altes Weib. Die Hüfte viel zu tief. Die Taille nicht eng genug, zu hoch hinauf ausgeschnitten. Und dann dieser schmale, hängende, rachitische Schulterpartie. Für mich ist das auch kein Beruf in dem Sinne, sondern das ist mein Leben. Das ist nicht ein Job, den ich sage, ich mache jetzt von so bis dahin ist da und dann ist es ein Feierabend oder so, sondern das ist halt mein Leben. Gehen Sie nie in ein Orchester! Das musste jetzt mal gesagt werden. Ich habe ein sehr großes Lampenfieber. Ich bereite mich lange auf den Abend vor. Ich gehe das alles nochmal durch, lasse mich nochmal überhören von meiner Frau. Die macht das sehr gern. Und es ist immer ein Kitzel, bevor man den ersten Auftritt hat. Ja, man ist sehr nervös. Ich bin sehr nervös. Aber wenn ich dann erstmal dabei bin, dann stellt sich eine Ruhe her, eine Zufriedenheit und ein Glücksgefühl. Und wenn es dann noch funktioniert, wenn die Leute darauf reagieren, ist ein großes Gefühl der Zufriedenheit und der Ruhe stellt sich her. Man hat wieder was geschafft, obwohl es dann wieder weg ist. Man hat ja dann später nichts mehr davon. Dem Mimen pflicht die Nachwelt keine Grenze. Drum muss er geizen mit der Gegenwart. Mit Magdeburg verbindet mich, dass ich seit vielen Jahren hier engagiert bin, hier meine Arbeit habe. Ich war ja mal 12 Jahre weg. Da war ich mit der Band Border Brothers unterwegs. Da hatte ich ja nur einen halben Vertrag. Da habe ich viel gesehen, andere Länder, andere Städte, andere Gegenden. Und es gab nicht das Bedürfnis, jetzt auch noch das Theater zu wechseln, sondern das Interesse, hier zu bleiben, war immer größer. Ich habe ja auch meine Frau kennengelernt. Sie ist glücklicherweise auch am Theater beschäftigt. Sie ist manchmal der einzige Freund, den ich habe. Ja, und ansonsten mag ich diese Stadt, ich liebe diese Stadt. Ich bin hier zu Hause seit vielen Jahren. Am schönsten finde ich den Domplatz, weil da kann man schön Sommertheater spielen. Es ist die besondere Atmosphäre, dass man da im Freien spielt, dass es ein Riesenobjekt ist, dass viele Menschen daran beteiligt sind. Das ist immer ein schöner Abschluss der Spielzeit. Weiterhin finde ich schön, im Park an der Elbe zu sein. Und ich hoffe sehr, dass da noch einige Bäume stehen bleiben. Ich bin sehr gern an der frischen Luft. Ich mache da auch sehr viel Sport, fahre Rad oder mit dem Kajak, auch auf Seen. Und ich laufe, wenn das Wetter es zulässt, Sommerski im Park. Das ist für mich ein schöner Ausgleich für die Probearbeit in abgedunkelten Räumen, wo man den Kopf frei hat, wo man auch mal einen Text repetieren kann oder wo man sich mal Gedanken macht über andere Dinge. Das tut mir gut und das brauche ich halt. Bewegung an der frischen Luft.
Ich bin sehr gern mit meiner lieben Frau zusammen. Wir gehen auch mal zusammen ins Kino oder ins Theater oder unternehmen eine schöne Reise, sitzen gerne am Café. Und so komme ich ganz gut über die Runden. Dass ich mit diesem Preis ausgezeichnet werde, kommt zunächst sehr überraschend und es ist eine große Ehre für mich. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese Auszeichnung, die mir sehr viel Freude macht, die mich ehrt, die mich rührt, und seid herzlich bedankt dafür.